Ja, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Minecraft-Snapshot für Minecraft 1.5 beziehungsweise auch bekannt unter dem Namen Redstone-Update. Und ja, das ist diesmal 13W03A und ja, es gibt wieder ein paar neue Sachen und die werden wir uns direkt mal anschauen. Und das erste, was es an Neuigkeiten gibt, hat direkt mit einem der Blöcke zu tun, die wir in dem letzten Snapshot kennengelernt haben. Und zwar hier dieser Pillar Quartz Block. Und zwar können wir den hier ja so positionieren, wie wir das schon kennen. Aber wenn wir den jetzt an der Seite eines Blocks platzieren, dann wird dieser jetzt auch seitlich platziert und ja, bietet noch die ein oder anderen Bauoptionen, die wir dadurch zusätzlich nochmal bekommen. Auf jeden Fall sinnvoll, aber nicht wirklich weltbewegend. Aber es gibt natürlich noch ein paar andere Dinge, die auch neu sind. Und das erste schauen wir uns mal hier an. Das ist das erste neue Rezept. Eine ja, relativ simple Geschichte, wie man hier sieht, hier mit diesem Hopper. Und da bekommen wir dann dieses Ding hier, das ist ein Dropper. Und ja, erinnert im ersten Moment vielleicht ein bisschen an einen Dispenser. Und ist auch durchaus ähnlich, allerdings nicht exakt so, wie wir es von dem Dispenser kennen. Lasst mich mal kurz hier das hier demonstrieren. Wenn ich die Pfeile in einen Dispenser mache, dann bekommen wir das bekannte Ergebnis, dass die Pfeile rausgeschossen werden. Und das passiert hier nicht. Die werden hier als ganz normales Item gedroppt. Und ich kann hier mit diesem neuen Block auch noch andere Dinge machen. Und zwar funktioniert der Dropper gleichzeitig zumindest zur Output-Seite hin, wie wir es von den Hoppern kennen. Allerdings nur, wenn ein Redstone-Signal gegeben wird. Kann man sicherlich für ein paar ganz interessante Dinge nutzen. Finde ich auf jeden Fall durchaus praktisch, auch wenn mir jetzt spontan nicht so viel einfällt, was man damit machen könnte. Auf jeden Fall eine ganz nette Idee. Dann gibt es noch ein zweites neues Rezept. Und das sehen wir hier. Und zwar brauchen wir dazu einen Hopper und einen Minecart. Und bekommen dadurch das hier. Ein Minecart mit einem Hopper. Und wenn ich jetzt hier mir ein paar Schienen hinlege, dann sehen wir das hier. Wunderbar. Ja, durchaus ganz interessant. Da können wir sicherlich das ein oder andere mitmachen in Bezug auf das Transportieren von Items. ja, müssen wir mal schauen. Gibt es auf jeden Fall ein paar interessante Sachen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns am besten direkt die nächste Geschichte an und die finden wir hier. Und dann sehen wir hier an dieser Stelle eine neue Option, die wir bisher auf dem Startbildschirm hatten. Und zwar können wir hier unser Texture Pack auswählen. Ich habe hier jetzt leider nichts installiert, aber hier könnten wir theoretisch dann unser Texture Pack auswählen. Und das würde dann auch automatisch direkt aktualisiert werden. Und wir hätten sofort unser neues Texture Pack hier. Durchaus eine ganz praktische Geschichte für Leute, die des Öfteren mal ihr Texture Pack wechseln. Und ja,
Für die anderen Sachen brauchen wir, also es gibt noch ein paar andere Neuerungen. Und dazu brauchen wir das hier und das hier. Denn es hat sich ein bisschen was verändert bei den Skeletten und bei den Skeletten und Zombies. Schauen wir uns erstmal die Skelette an. Ja, ich sollte vielleicht irgendwo hingehen, wo wir bisschen Schatten haben. Okay, der will mich nicht angreifen. Dann machen wir einfach mal. Und wir sehen ordentlicher Rückstoß und höhere Feuergeschwindigkeit. Und Moment, lasst mich den mal kurz hier beseitigen. So. Und dann haben wir noch die zweite Änderung und die betrifft unsere, ja, durchaus bekannten Zombies. Warum fängt der kein Feuer? Okay, eigentlich sollte ich jetzt Feuer fangen. Moment, lasst mich mal kurz heilen. Ups, so. Neuer Versuch. Probieren wir es diesmal auf hart. Und ich brauche noch mal ein neues Ei. Oh, nein, das nicht. Weg. Das will ich. So. Ja, so. Der Zombie brennt und steckt uns dabei auch entsprechend an. Und ja, das sind so die Neuerungen, die wir mit Zombies und Skeletten haben. Die Skelette schießen übrigens auf einem höheren Schwierigkeitsgrad auch schneller. Und sie stoßen uns auch ein bisschen weiter zurück, und zwar einen Block. Das heißt, ja, es ist deutlich schwerer, gegen diese Skelette jetzt in den Nahkampf zu kommen. Wird für die ein oder andere Adventure-Map vor allem ziemlich kritisch werden, weil diese ja mehr oder weniger ja, um das Verhalten der alten Mobs gebalanced waren. Und die sind jetzt ein bisschen stärker. Aber gut, wir werden sehen, wie sich das Ganze noch entwickelt. Und ja, ich würde sagen, da wir uns hier die Multiplayer-Änderungen nicht anschauen können, sind ein paar neue Chat-Optionen. Und ja, da wir uns die nicht anschauen können, würde ich sagen, war es das für dieses Mal. Und beziehungsweise es war dieses Mal die Geschichte rund um 13.03a. Aber eine Sache noch, und zwar gab es letzte Woche nochmal einen 13W02b, und da würde ich ganz gerne nochmal was nachreichen. Und zwar die, Moment, muss ich meinen Game Mode nochmal ändern? Die Geschichte mit den Trap Chests, die
sollen mit diesem Snapshot jetzt angeblich ihr Signal durch einen Block hindurchgeben können, was ja eigentlich für 13W02A gedacht war. Und das werden wir direkt mal testen. Und es scheint so, als ob das immer noch nicht funktioniert. Probieren wir es sicherheitshalber nochmal so. Nein. Probieren wir es vielleicht nochmal mit einem Repeater. Sicher ist sicher. Na. Und probieren wir es vielleicht sicherheitshalber nochmal so. Nein, funktioniert immer noch nicht. Oder ist jetzt wieder mit 13W03A verbuggt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ja. Moment, halt, eine Sache würde ich noch gerne testen. Fällt mir gerade noch ein. Vielleicht funktioniert das auch nur nach unten. Sieht aber nicht so aus. Nein. Okay, gut, das war's für dieses Mal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also, bis dahin.